Yo, was geht ab, mein Lieben? Die Prinzen am Start hier. Neue Frisur am Start. Prinz Woody hat mal oben auf 3 mm und die Seiten auf Minus, wie immer. Ich fahre hier gerade mit dem Roller durch die Gegend, das ist ein geiles Wetter. Sieht man, ist ein bisschen nass alles noch, weil wir schön Autos reinigen hier. Auf jeden Fall haben wir wieder eine besondere Geschichte jetzt am Start hier. Ihr wisst Bescheid. Wir sind die Folierer der Stars. Die Folierer der Erfolgreichen und die Folierer aller Leuten, die geprinzt werden wollen. Jetzt haben wir wieder Samra am Start gehabt. Samra will wieder geprinzt werden. Der hat sein Lamborghini zu uns gebracht, sein Bruder hat uns den Lambo gemacht. Samra ist jetzt in Dubai wieder. Der hat da bestimmt Videodreh, alles drum und dran. Ihr wisst ja, die jungen Männer sind immer sehr aktiv und haben sehr viel zu tun. Das Geschäft muss ja laufen, also müssen die auch sehr viel ackern. Viele denken immer, dass die Rapper so gut wie gar nichts machen den ganzen Tag und einfach nur so Geld verdienen. Nein, die haben auch hart gekämpft dafür, dass sie irgendwas erreichen und hart dafür gekämpft und gearbeitet, dass sie jetzt dastehen, wo die sind. Viele haben auch wirklich jahrelang wirklich nur Scheiße gefressen, bis sie eigentlich angefangen haben, aus Scheiße Gold zu machen, sag ich mal. Und der junge Mann ist auch immer am Ackern, 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 Ackern. Und deswegen hat er jetzt gesagt, okay, mein Lambo braucht eine neue Folie, eine neue Schicht, der braucht eine neue Haut. Da kommt natürlich immer nur Folienprinz in Frage und hat uns den Wagen mit seinem Bruder herbringen lassen, damit er, wenn er aus Dubai kommt, den Wagen frisch foliert sieht und den Sommer wieder schön genießen kann. Guckt euch schon an, was für ein Wetter da draußen ist. Unglaublich, es ist wieder schön, es macht wieder Spaß. Man freut sich endlich wieder auf die Straße zu gehen. Lockerung ist ja auch schon in Sicht. Viele Läden, viele Sachen machen wieder auf. Man kann auch wieder schön in Gastronomie sitzen, mal einen Shisha rauchen, schön was Softdrink trinken. Ich kam auch wieder Fitnessstudio, ich war heute Morgen schon wieder pumpen, erster Tag wieder nach so langer Zeit. Morgen früh stehe ich bestimmt auf mit einem richtig fetten Muskelkater, aber egal, es lohnt sich. Ich schwöre euch, als ich da reingegangen bin, ne, Alter, so ein Jahr ist schon her, als ich das letzte Mal trainieren war. Und dann stand ich vor diesem Goldgym hier vorne, hat aufgemacht, das Goldgym bei uns in Spandau. Und dachte ich mir, ich bewerbe mich da oder ich melde mich da an, weil es gleich um die Ecke ist. Dann stehe ich vor der Tür und gucke rein und sehe da die Bilder von Arnold Schwarzenegger hängen und die ganzen Bodybuilder und denke mir, oh Alter, ich darf endlich wieder ins Fitnessstudio. Es war so ein komisches Gefühl, es war wirklich anders. Ohne Scheiß, es war einfach nur komisch. Egal wer jetzt da draußen denkt, was übertreibt der Junge, ich übertreibe nicht. Es ist einfach nur anders gewesen. Ich stehe da und habe innerlich so ein Gefühl von Leben, von Freude, weißt du, dass man wieder was machen kann. Ich wollte die Hanteln essen, weißt du. So krass war ich aktiv. Hab mich gefreut, gleich rein. Auch wieder mit Menschen zu tun gehabt ohne Ende, weißt du. Okay, an den Geräten muss man keine Maske tragen, aber es ist wieder was Bindendes so, dass man wieder zu den Leuten ein bisschen Kontakt aufbauen kann und mit denen reden kann, so ohne Angst zu haben, weißt du? Weil meistens ist es ja so, egal wo du hingehst, du denkst schon den ganzen Abstand halten, du denkst an dies, du denkst an das. Heute habe ich wieder so ein Gefühl gehabt, wo ich mir dachte, alles, hast du, piep das bitte raus, ja. Scheiß auf alles, besser gesagt, auf gut Deutsch gesagt. Auch rauspiepen. Das können wir ruhig drin lassen, kein Problem. Aber ich will wieder leben, ich will wieder Spaß haben am Leben. Und ja. Das hat damit gerade nichts zu tun. Ich weiß nicht, ich erzähle es einfach nur, was ich heute am Tag erlebt habe. Auf jeden Fall, egal. Hier ist der Wagen von Samra. Der steht bei uns wieder in der Waschhalle. Der Wagen ist ja schon sehr bekannt bei uns gewesen. Hier haben wir schon eine Schwarzmattfolie, da haben wir die Folie wieder runtergezogen. Ihr habt auch gesehen, dass auf der anderen Seite die Hater seinen Lack gekratzt haben oder die Folie zerkratzt haben, versucht haben, den Lack zu zerkratzen. Haben wir aber nicht hinbekommen, da unsere Folie den Lack geschützt hat. Das Video blenden wir mal unten ein, da könnt ihr auch raufgucken, welches Video ich meine. Hier hinten haben wir auch gehabt, glaube ich, hier haben sie versucht, den Lack zu zerkratzen, an der Tür. Aber so wie es jetzt ausschaut, ist der Wagen wieder in voller Pracht bei uns in der originalen Farbe. Und der kriegt jetzt, wie gesagt, eine neue Haut wieder rauf. Die Folie, die darauf kommt, ist eine gesonderte Folie, eine ganz neue Folie, die jetzt auf dem Markt auch ist, die auch überall sehr stark die Runden gemacht hat, aber nicht von den Hersteller vom Brunner, von Oracal. Ne? Ihr müsst euch überlegen, ihr müsst euch das so vorstellen. Es gibt Folien, Qualität an Folien, an Klebewirkung und auch an Haltbarkeit und auch an Farbqualität, die auch länger dann hält und bleibt die Farbe. Müsste man sich so vorstellen, wie wenn man irgendwelche Klamotten kauft. Nehmen wir mal an, du kaufst irgendwas Hochwertiges an Klamotten, ne? Hält länger,
stabiler, die Naht ist fester, die Naht ist stabiler, alles drum und dran. Und wenn dann wieder irgendwo was, so ein T-Shirt für 1-2 Euro kaufst, dann ist die Naht auch nicht so dick, dann ist auch der Stoff nicht so dick, beim Waschen geht es ein, alles drum und dran. Und so arbeiten wir auch mit den Folien halt. Wir gucken nach Qualität, nach Hochwertigkeit etc. Da haben wir uns überlegt mit der Firma Brunner zusammen, so welche Farben bringen wir denn jetzt nochmal raus. Weil wir können bei Brunner, also wir persönlich oder ganz viele andere Folierer natürlich auch, ich will jetzt uns nicht alleine in einen Topf reinschmeißen, ganz viele und mehrere Folierer können kommunizieren mit der Firma Brunner, unseren Lieferanten, und sagen, so Leute, wir wollen gerne die Farbe von dem und dem Hersteller, ja, wo man sagt, okay, oder von dem Fahrzeughersteller, zum Beispiel BMW bringt eine neue Farbe raus, die gibt es auf dem Markt nicht, und man denkt sich, okay, ich will jetzt so eine identische Farbe haben. Der Kunde kommt, will die Farbe haben, die gibt es noch nicht, bei gar keinem Hersteller zu kaufen. Sagen wir, Brunner, guck mal, wir wollen gerne die und die Farbe haben. Na klar, kommt die nicht so 1 Million% genau gleich, weil es ist ja verboten, man muss auch ein bisschen Patente einhalten, aber eine kleine Änderung an der Farbmischung ist drin, aber die kriegt kein Mensch mit dem bloßen Auge. Und so haben wir auch gesagt, so, wir wollen Oracle. Oracle, krass, brauche ich nicht erzählen, kann jeder von euch googeln, deutscher Hersteller, Oranienburg, einer der besten Hersteller überhaupt, mit Klebewirkung, mit Oberflächlichkeit, alles drum und dran, Oberflächenbeschaffenheit auch, Laminat etc. Wir wollen die Farbe von den Hersteller. Und genauso haben wir es gemacht. Samra wollte unbedingt die Farbe haben, die drauf kommt, ist eine Überraschung jetzt noch, die wird jetzt noch nicht gezeigt. Aber diese Farbe haben wir jetzt von der Firma Oracle rausbringen lassen, mit Brunner zusammen. Also, und die Farben sind Special Color Match Farben, die kann man sowieso nur bei der Firma Brunner bestellen. Wir markieren jetzt unten einmal kurz Brunner mit rein, da kann man die Farbe bestellen als Händler. Es soll jetzt keine großartige Werbung jetzt sein oder sonst was. Ich will nur erklären, wie wir es gerade gemacht haben mit der Farbe und mit dem Vermischen. Ne? Das heißt, auch jeder von euch da draußen, der Bock hat auf eine bestimmte Farbe, die es nirgendwo gibt, als Folie, als Lack oder so irgendwo gesehen hat, kann gerne kommen mit der Farbbezeichnung etc. Und wir können für euch diese Farbe herstellen lassen. Die hat zwar ein paar Voraussetzungen an Abnahme, aber wir können die für euch wirklich herstellen lassen. Ich hatte letztens einen Kunden gehabt, der hatte einen Jaguar und wollte da gerne das Racing Green drauf haben, British Racing Green. Und es gab wirklich nicht diesen Farbton. Nirgendwo in Folie. Ich hab hier vielleicht 10.000, 15.000 verschiedene Farben. Waren wir schon richtig fette Palette. Wahnsinn. Also wir haben hier eine Palette, ne? Man muss sich vorstellen, wir als Folie, als Firma Folie, haben, glaube ich, einer der größten Paletten an Farbe, die es überhaupt gibt. Also die Kunden kommen her und haben ja eine Palette an Farben, die hat man bei anderen Folierern auch nicht auf dem Tisch liegen. Wir arbeiten so gut mit so vielen Herstellern, wir wissen, was Qualität ist, wir wissen, was, wo man was beschafft, wo man was herbekommen kann. Und wenn es in diesen Paletten die Farbe nicht gibt, dann können wir natürlich euch doch mal eine extra Farbe anfertigen lassen, als Special Color Match. Also extra eine Folie anfertigen lassen, nur für dich und für dein Auto da draußen. Ja, ja, jetzt haben wir das hier machen lassen. Die Farbe existiert zwar schon, die ist sehr schön. Und auch schon ein bisschen verbreitet gewesen ist in letzter Zeit. Aber wir haben das halt gemacht, dass es wirklich auf langhaltend schön aussieht und dauerhaft schön ist und auch von der Klebetechnik her unglaublich ist und auch man keine Probleme hat und keine Bedenken haben muss, dass die Folie irgendwann abgeht oder die Farbe sich ändert oder ausbleicht oder sonst was. Ja, da steht der Wagen jetzt. Der wird jetzt erstmal schön gewaschen. Die Felgen, alles bleibt doch wie es ist. Wir setzen das jetzt komplett mit der Farbe ab, die ich erklärt habe, und das wird dann wieder in Schwarz. Wir hatten ja damals die Folie auch abgezogen. Die kommt dann wieder in Schwarz hier und dann haben wir so ein bisschen die Farbe gebrochen, die jetzt draufkommt. Die Farbe, die wir jetzt drauf machen, harmoniert nicht mehr mit Silber. Überhaupt nicht. Ja. Ich würde einfach mal sagen, guckt euch mal hier das Car Wash Porn an. Ja, wir machen kleine Zwischenfrequenzen beim Autowaschen und dann geht es gleich mal rüber in die nächste Halle für die Folierung, dann erkläre ich auch ein bisschen was mit der Folierung. Aber wir müssen jetzt weitermachen, wir bleiben am Ball. Verfolgt uns bei dem Video bis zum Schluss und guckt euch mal an, wie der Wagen im Endeffekt aussieht. Und ich hoffe, Samra wird sich sehr freuen darüber, bin ich mir aber auch sicher, weil das ist eine schöne Farbe. Bis dann, peace out. Kaffa Grey Goose Level Maschkal, 3-4 Banuts, ich behandle sie wie Abfall, voll von Vision, sie fallen mir in der Nacht rein, Herzen sind schwarz, weil Soldaten in der Schlacht fallen. 20 Mille und der neue Givenchy Duft im Anzug war, wie mir der Anzug passt. Baller bei beim Designer, Camouflage, Jogger weg, komm, ich zeig dir in der Kneipe wie ein Bar, da schmeckt der Beamte am Boden, auch wenn er gut mit dem Schlagstock ist. Keine Gnade wie der blutige Pfad Gottes, denn ich geh über Leichen wie der Dreckstaat, Marlboro Rot. Und die Herzen sind pechschwarz. All die Preise und Awards. Capricorn, noch ein Weiß.
knacken den Tresor, wenn die Liebe nicht sofort. All die Preise und den Wars. Capricorn, noch ein weiterer Rekord. Summer Brunch, glaub wir sind dafür geboren. Und wir knacken den Tresor, wenn die Liebe nicht sofort. Ich fahr mit Wumme auf dem Spielplatz mit Dukus und Zigans, Mardellis und Shiftars, Bratans vom Balkan, Berlin, Pink Panther. Ein Berliner fick 300 von Sparta. Ab, 7 Haft, ab, 7 Dach, Albträume, Knastzäune, trotzdem haben wir viel gelacht. Zwei Schüsse fallen durch die Decke, kommen rote Tropfen. Alle unsere Feinde werden unterworfen. Berlin lebt, der Bratan ist präzise. Weil ich schieße in dein Kopf durch die Kardine. Auftragskiller, russische Bandite. Ex-SSSR, russische Marine. Das ist Berlin, hier kann alles passieren. Ich komm mit Samra und will alles rasieren. Leute spielen Eier, wollen bei Kapi probieren. Und sie kapitulieren. So, meine Lieben, ich habe euch ja letztes erzählt, als der Wagen noch gewaschen wurde, dass wir eine andere Art von Folienhersteller benutzen. Mir liegt halt immer am Herzen, dass wir einen deutschen Hersteller benutzen, der auch, wo man wirklich auch Hand und Fuß hat, wenn was ist, dass man direkt auch zugreifen kann bei dem. Wir haben bis jetzt Gott sei Dank auch immer nur gute Erfahrungen mit allen Herstellern, mit denen wir zusammenarbeiten gehabt. Und auch von qualitätsmäßig her bieten wir nichts an oder folieren nichts, was keine hochwertige Qualität hat, was extrem hochwertig ist. So, auf jeden Fall hohe Qualität, sehr hohe Qualität, ne? Oracle, brauchst du nicht erzählen, 79er Reihe, kennt jeder von euch, Premium Rapping Cast. Oder kennen die Leute von euch, die Ahnung haben von Folien und Folierungen. Auf jeden Fall, das ist die Folie, die kommt auf dem Lambo jetzt rauf, ne? Ja, da steht da halt der Lambo, der wurde frisch gewaschen, wie gesagt. Und hier kann man schon sehen, die Seite ist auch schon zugepackt, die andere Seite genauso. So viel Zeit am Folieren. Ja, und sieht meiner Meinung nach so richtig krank aus, ne? Wirklich, die Farbe passt schon. Es ist eine außergewöhnliche Farbe. Viele, es ist so eine Farbe, wo Geschmäcker sich immer ändern und verschieden sind, wo der eine sagen wird, naja, nee. Andere werden sagen, wow, sieht richtig krank aus. Also ich bin ein Mensch, ich feiere diese Farbe extrem. Aus dem Grund, weil die auch keine Farbe ist, die man überall sieht. Oder auch die vom Werk rauskommt oder sonst was. Das ist eine Farbe, die halt besonders schön ist und auf den Wagen sehr schön passt. Ja. Ne? Gut, jetzt folieren wir erstmal, jetzt arbeiten wir erstmal schön weiter. Und wir haben so ein bisschen Stress jetzt gerade, auch mit Arbeit, wir müssen sehr viel schaffen. Wir haben da noch einen Q7 auf der Bühne stehen, auf den anderen halt noch einen RS Q7, der noch fertig gemacht werden muss und ganz viele andere Fahrzeuge. Deswegen müssen wir halt ein bisschen hier pauken. Das Wetter ist sehr schön draußen, fast 27 Grad. Und dazu passt auch die Farbe irgendwie noch zu dem Wetter. Richtig so. Ja. Und man erahnt ja schon anhand von Schwarz-Weiß, es ist was Helles. Also nichts mit Schwarz-Matt oder so. Jetzt habe ich gerade gesagt, Style. Musst du auch rausschneiden, da piepsen. Mach ich wegpiepsen. So, bis gleich. Läufst du wieder? Läufst Kamera? Ich laufe und du läufst. Ich bin außer Puste. Außer Puste nicht, weil ich arbeiten muss, sondern weil es echt heiß draußen ist. Es ist so warm draußen. Und na klar auch, weil ich arbeiten muss nebenbei. Ich war heute noch schön beim Sport. So ein geiles Erlebnis. Ne? So ein geiles Gefühl, wenn man wieder zum Sport gehen kann. Das ist wieder was richtig Schönes. Ich muss noch ausmessen, wie viel ich brauche. Ja, der Wagen ist eigentlich so gut wie fertig. Ich erzähle immer so viel von mir und dann Leute sagen,
interessiert uns doch alles gar nicht. Erzähl mal ein bisschen was über die Autos. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ja, der Wagen ist so gut wie fertig. Wir haben noch dieses ein kleines Stück, was wir noch folieren müssen. Mache ich jetzt hier fertig. Der Wagen wird heute noch abgeholt um 17 Uhr. Das heißt, wir machen ihn jetzt fertig. Dann geht er noch rüber an die Halle, wird noch schön gewaschen von außen einmal schön. Damit auch später der Bruder von Samra den Wagen sehr sauber abholen kann. Und Samra kommt ja heute aus Dubai wieder zurück. Und ich bin mal echt überrascht, was er mir dann schreiben wird oder sagen wird, wie es ihm gefällt. Der kommt heute aus Dubai zurück und morgen früh will sein Bruder ihn überraschen mit dem Wagen. Und deswegen ist er leider nicht hergekommen, um den Wagen selber abzuholen, weil es einfach eine schöne Überraschung sein soll auch, weil er wollte gern was Neues haben. Und mal gucken. Die werden mir bestimmt berichten, wie sie darauf reagieren. Aber die Farbe, die Farbe ist krass. Auf dem Auto. Also ich sag ehrlich, mir gefällt die richtig krank. Die sieht so geil aus auf dem Wagen, das ist nicht normal. Das harmoniert zu krass, selbst mit diesem orangenen Bremssattel, ne? Selbst da harmoniert es. Das sind ja Komplementärfarben. Boah, das ist so. Oh. Ich hoffe, du hast keine Storys gepostet, wie da im Hintergrund das Auto zu sehen ist. Ich habe diese Woche gar nichts gepostet, ey. Also lieber so, als dass du dir ständig die Farbe zeigst. Diese Woche habe ich wirklich gar nichts gepostet. So viel zu tun gehabt, wie ich habe es echt mal geschafft zu posten, ne? Man muss auch bedenken, das ist jetzt hier wirklich fast live. Das Auto ist heute Mittwoch und Samstag ist das Video schon online. Ja. Muss fertig. Auf jeden Fall, ja, kleben wir es jetzt doch auf, aber guck mal, wie krass, was für ein Stoßstange das ist, ne? Guck mal, wie kompliziert die Folierung ist bei dieser Stoßstange. Das ist schon eine richtig eklige Arbeit, also bei dem Wagen. Hier? Ja, bitte. Bei dem Wagen ist schon eklige Arbeit auf jeden Fall, aber ich meine, wir werden ja nicht Folienprinzip, wenn wir das nicht hinbekommen würden. Wir müssen jetzt einfach schön ein bisschen dehnen, ein bisschen reinmassieren irgendwie, ja genau. Ist denn die Folie jetzt eigentlich einfach, einfacher zu verarbeiten als die andere Folie? Ich sage jetzt keinen Farbton, aber... Ja, ist einfacher. Ja, auf jeden Fall. Ja, Dicker, das ist Orakal, ne? Brauche ich nicht erzählen. Okay. Orakal ist auch, sage ich mal ehrlich, Orakal ist schwieriger zu verarbeiten als 3M und Avery. Das ist klar, das weiß eigentlich jeder Folierer da draußen. Aber immer noch leichter als der andere Hersteller, wo die Folie damals draufgepackt wurde. Das ist ein bisschen schwierig mit dem Spoiler hier, ne? Aber hier kann man sehen, wie flexibel die Folie eigentlich ist, ne? Man kann die schön aufmachen, zumachen, schön reinmassieren. Hat es jetzt echt einen Grund, dass du den Spoiler jetzt nicht abbaust? Naja, was heißt ein Grund? Ich hätte es auch machen können, aber bei dem ist es machbar ohne. Muss nicht unbedingt. Könnten wir auch machen, aber bei der Folie wird man noch nicht so viel Unterschied sehen. Und da wird man nicht. Es ist halt nur schwieriger für mich jetzt gerade, dass ich das hier bearbeiten muss. Also nur in der Bearbeitung ist es schwieriger, weil man es schön reinmassieren muss und ganz, ganz viel fummeln muss. Aber an sich hat es ja keinen großen Grund. Man kann so, man kann beides machen. Aber wie gesagt, wenn man es drauf hat, dann reicht es auch, wenn man es so macht. Und bei der Farbe wird man auch gar keine großartige Überlappung oder Einleger sehen oder sonst was. Ist alles okay. Aber wie ihr seht, kämpfe ich gerade, um die Folie reinzubekommen. Das heißt, wenn wir die Spoiler abgebaut hätten, wäre es natürlich viel easier für uns, die Folie rein zu massieren. Aber dann ist es auch wiederum mehr Aufwand, um den Spoiler wieder komplett sauber zu machen, die Kleberreste zu entfernen. Sie haben Doppelkleber geklebt. Und alles so aus dem Montagekleber noch zweimal tupfen noch, ne? Da hat man so wieder einige andere Arbeiten, die man noch machen muss. Aber wie gesagt, an sich ist das kein Problem. So oder so ist beides machbar. Und ich hätte auch erhitzen können und die Folie reinmassieren können, aber ich will die ein bisschen leicht reinlegen. Und wenn ich dann nach oben ein bisschen warm mache und es nach oben massiere, ist alles okay, dann ist kein Dehnung. Weißt du, was ich meine? Gut, dann mache ich das jetzt mal weiter hier. Dann quatschen wir gleich, sobald der Wagen fertig ist und wir den rüber zur Reinigung fahren, können wir noch mal ein bisschen quatschen und erzählen, was wir genau alles gemacht haben an dem Wagen. Was sich jetzt an dem Wagen ein bisschen geändert hat als vorher. Ne? Wir haben auch diese Leisten auch schon wieder schwarz foliert da unten. Gut, dann lass mich mal jetzt weitermachen, dann sehen wir uns gleich. So, mein Lieben, ihr habt ja gesehen, Endspurt ist gewesen. Ich habe den Kofferraum Leisten hinten noch fertig foliert, die Kofferraumleiste noch fertig foliert. Viele denken immer, ich hab irgendwelche Artikelprobleme oder ich kann nicht so gutes Deutsch sprechen. Ich spreche sehr gut Deutsch, nur bei mir ist immer so ein Problem, mein Gehirn denkt immer voraus. Das heißt, ich wollte gerade sagen, ich habe den Spoiler foliert, aber dann kam aus dem, da wollte ich die Kofferraumklappe oder so,
dann mische ich das alles miteinander. Verstehst du, was ich meine? Ich wollte den Spoiler sagen, aber es ist ja kein Spoiler, den ich gespielt habe. Das war die Abdeckung vom Kofferraum oder der Rest vom Kofferraum. Und dann ist halt ein Artikelfehler dazwischen gekommen, obwohl ich eigentlich weiß, wie der Artikel heißt. Ich muss mich ein bisschen rechtfertigen vor allem. Aber ist ja auch egal. Das ist eine nebensächliche Sache. Auf jeden Fall, der Wagen ist fertig foliert. Ja. Steht jetzt bei uns auch hier vorne in der Halle. Wir müssen noch rüber zur Reinigung gehen. Wir müssen den Wagen noch schön waschen. Und dann sollte es eigentlich direkt auch schon mit den Carporn weitergehen. So viel zum Thema Lamborghini Urus, foliert in einer richtig schönen Farbe. Ihr könnt ja gerne mal unten kommentieren, wie euch die Farbe gefällt. Was hätte man vielleicht besser machen können? Was braucht der Wagen noch? Oder ist es richtig geil, so wie die Farbe gerade auf dem Wagen ist? Passt, harmoniert oder sonst was? Könnt gerne mal dazu schreiben, was ihr so findet, was ihr empfindet beim Video. Und ihr könnt auch gerne mal unten kommentieren, wie ihr euch unsere Videos demnächst noch besser vorstellen könnt. Was können wir noch machen? Was können wir bearbeiten? Was können wir verbessern an unseren Videos? Soll ich weniger reden? Soll ich mehr erzählen? Soll ich mehr Formulierungen zeigen? Ihr könnt einfach mal unten kommentieren, den freien Lauf, einfach euren Herzen aussprechen und einen freien Lauf lassen, was ihr gerne haben wollt. Und wir können gucken, dass wir uns ein bisschen anpassen und auch vielleicht unsere Videos so gestalten, dass ihr vielleicht noch mehr Spaß dran habt, die Videos zu schauen. Auf jeden Fall, schaut das Video jetzt noch bis zum Schluss, weil das Carporn jetzt folgt. Ich würde einfach mal sagen, Carporn los, bam. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regress. I've become a little stronger now. A little stronger now. Generous. Now I've learned to never help you out.